So, ich glaube, wir befinden uns irgendwie im Endspurt, in der Endspurtphase. Keine Zeit für Späße und Schabernack. Wie er selbst niemals einen der Seinen in Pompeius kleinmütiger und fühlloser Art fallen ließ und nicht bloß aus Berechnung in guter und böser Zeit unbeirrten Freunden festhielt, so haben auch von diesen manche, wie Aulus, Hirtius und Gaius Martius, noch nach seinem Tode ihm in schönen Zeugnissen ihre Anhänglichkeit bewährt. Wenn in einer so harmonisch organisierten Natur überhaupt eine einzelne Seite als charakteristisch hervorgehoben werden kann, so ist es die, dass alle Ideologie und alles Phantastische ihm fernlag. Es versteht sich von selbst, dass Cäsar ein leidenschaftlicher Mann war, denn ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität. Aber seine Leidenschaft war niemals mächtiger als er. Er hatte eine Jugend gehabt und Lieder, Liebe und Wein waren auch in sein Gemüt im lebendigen Leben eingezogen. Aber sie drangen ihm doch nicht bis in die innerlichsten Kern seines Wesens. Die Literatur beschäftigte ihn lange und ernstlich. Aber wenn Alexandern der homerische Achill nicht schlafen ließ, so stellte Cäsar in seinen schlaflosen Stunden Betrachtungen über die Beugungen der lateinischen Haupt- und Zeitwörter an. Er machte Verse wie damals jeder, aber sie waren schwach. Mann. Dagegen interessierten ihn astronomische und naturwissenschaftliche Gegenstände. Wenn der Wein für Alexander der Sorgenbrecher war und blieb, so mied nach durchschwärmter Jugendzeit der nüchterne Römer denselben durchaus. Wie allen denen, die in der Jugend der volle Glanz der Frauenliebe umstrahlt hat, blieb ein Schimmer davon unvergänglich auf ihm ruhen. Noch in späteren Jahren begegneten ihm Liebesabenteuer und Erfolge bei Frauen, und ihm blieb eine gewisse Stutzerhaftigkeit im äußeren Auftreten oder nichtiger das erfreuliche Bewusstsein der eigenen männlichen schönen Erscheinung. Sorgfältig deckte er mit dem Lorbeerkranz, mit dem er in späteren Jahren öffentlich erschien, die schmerzlich empfundene Glatze und hätte ohne Zweifel manchen seiner Siege darum gegeben, wenn er damit die jugendlichen Locken hätte zurückkaufen können. Aber wie gern er auch noch als Monarch mit den Frauen verkehrte, so hat er doch nur mit ihnen gespielt und ihnen keinerlei Einfluss über sich eingeräumt. Selbst sein viel besprochenes Verhältnis zu der Königin Kleopatra ward nur angesponnen, um einen schwachen Punkt in seiner politischen Stellung zu maskieren. Cäsar war durchaus Realist und Verstandesmensch, und was er angriff und tat, war von der genialen Nüchternheit durchdrungen und getragen, die seine innerste Eigentümlichkeit bezeichnet. Ihr verdankte er das Vermögen, unbeirrt durch Erinnern und Erwarten energisch im Augenblick zu leben. Ihr die Fähigkeit, in jedem Augenblick mit gesammelter Kraft zu handeln und auch dem kleinsten und beiläufigsten Beginnen seine volle Genialität zuzuwenden. Ihr die Vielseitigkeit, mit der er erfasste und beherrschte, was der Verstand begreifen und der Wille zwingen kann. Ihr die sichere Leichtigkeit, mit der er seine Perioden fügte, wie seine Feldzugspläne entwarf. Ihr die wunderbare Heiterkeit, die in guten und bösen Tagen ihm treu blieb. Ihr die vollendete Selbstständigkeit, die keinen Liebling und keiner Mätresse, ja nicht einmal dem Freunde Gewalt über sich gestattete. Aus dieser Verstandesklarheit rührte es aber auch her, dass Cäsar sich über die Macht des Schicksals und das Können des Menschen niemals Illusionen machte. Für ihn war der holde Schleier gehoben, der dem Menschen die Unzulänglichkeit seines Wirkens verdeckt. Wie klug er auch plante und alle Möglichkeiten bedachte, das Gefühl wich doch nie aus seiner Brust, dass in allen Dingen das Glück, das heißt der Zufall, das Gute Beste tun müsse. Und damit mag es auch dann zusammenhängen, dass er so oft dem Schicksal Paroli geboten und namentlich mit verwegener Gleichgültigkeit seine Person wieder und wieder auf das Spiel gesetzt hat. Wie ja wohl überwiegend verständige Menschen in das Hasardspiel sich flüchteten, so war auch in Cäsars Rationalismus ein Punkt, wo er mit dem Mystizismus gewissermaßen sich berührte. Aus einer solchen Anlage konnte nur ein Staatsmann hervorgehen. Von früher Jugend an war auch Cäsar ein Staatsmann im tiefsten Sinne des Wortes und sein Ziel das höchste, das dem Menschen gestattet ist, sich zu stecken. Die politische, militärische, geistige und sittliche Wiedergeburt der tief gesunkenen eigenen und der noch tiefer gesunkenen mit der seinen
seinigen innig verschwisterten hellenischen Nationen. Die harte Schule 30-jähriger Erfahrungen änderte seine Ansichten über die Mittel, wie dies Ziel zu erreichen sei. Das Ziel blieb ihm dasselbe in den Zeiten hoffnungsloser Erniedrigung wie unbegrenzter Machtvollkommenheit, in den Zeiten, wo er als Demagog und Verschworener auf dunklen Wegen zu ihm hinschlich, wie da er als Mitinhaber der höchsten Gewalt und sodann als Monarch vor den Augen seiner Welt im vollen Sonnenschein an seinem Werke schuf. Alle zu den verschiedensten Zeiten von ihm ausgegangenen Maßregeln bleibender Art ordnen in den großen Bauplan zweckmäßig sich ein. Von einzelnen Leistungen Cäsars sollte darum eigentlich nicht geredet werden. Er hat nichts Einzelnes geschaffen. Mit Recht rühmt man den Redner Cäsar wegen seiner aller Advokatenkunst spottenden männlichen Beredsamkeit, die wie die klare Flamme zugleich erleuchtete und erwärmte. Mit Recht bewundert man an dem Schriftsteller Cäsar die unnachahmliche Einfachheit der Komposition, die einzige Reinheit und Schönheit der Sprache. Mit Recht haben die größten Kriegsmeister aller Zeiten den Feldherrn Cäsar gepriesen, der, wie kein anderer, unbeirrt von Routine und Tradition, immer diejenige Kriegführung zu finden wusste, durch welche in dem gegebenen Falle der Feind besiegt wird und welche also in dem gegebenen Falle die rechte ist. Der mit divinatorischer Sicherheit für jeden Zweck das rechte Mittel fand, der nach der Niederlage schlagfertig dastand wie Wilhelm von Oranien und mit dem Sieg ohne Ausnahme den Feldzug beendigte, der das Element der Kriegsführung, dessen Behandlung das militärische Genie von der gewöhnlichen Offizierstüchtigkeit unterscheidet. Die rasche Bewegung der Massen mit unübertroffener Vollkommenheit handhabte und nicht in der Massenhaftigkeit der Streitkräfte, sondern in der Geschwindigkeit ihrer Bewegung, nicht im langen Vorbereiten, sondern im raschen, ja verwegenen Handeln selbst mit unzulänglichen Mitteln die Bürgschaft des Sieges fand. Allein alles dieses ist bei Cäsar nur Nebensache. Er war zwar ein großer Redner, Schriftsteller und Feldherr, aber jedes davon ist er nur geworden, weil er ein vollendeter Staatsmann war. Namentlich spielt der Soldat in ihm eine durchaus beiläufige Rolle und es ist eine der hauptsächlichsten Eigentümlichkeiten, die ihn von Alexander, Hannibal und Napoleon unterscheidet. Dass in ihm nicht der Offizier, sondern der Demagog der Ausgangspunkt der politischen Tätigkeit war. Seinen ursprünglichsten Plan zufolge hatte er sein Ziel wie Perikles und Gaius Gracchus ohne Waffengewalt zu erreichen gedacht. Und 18 Jahre hindurch hatte er als Führer der Popularpartei ausschließlich in politischen Plänen und Intrigen sich bewegt. Bevor er, ungern sich überzeugend von der Notwendigkeit eines militärischen Rückhalts, schon ein 40er an die Spitze einer Armee trat. Es war erklärlich, dass er auch späterhin immer noch mehr Staatsmann blieb als General, ähnlich wie Cromwell, der auch aus dem Oppositionsführer zum Militärchef und Demokratenkönig sich umschuf und der überhaupt, wie wenig der Puritanerfürst dem lockeren Römer zu gleichen erscheint. Doch in seiner Entwicklung, wie in seinen Zielen und Erfolgen, vielleicht unter allen Staatsmännern Cäsar am nächsten verwandt ist. Selbst in seiner Kriegsführung ist diese improvisierte Feldherrnschaft wohl noch zu erkennen. In Napoleons Unternehmungen gegen Ägypten und England ist der zum Feldherrn aufgediente Artillerieleutnant nicht deutlich sichtbar, wie in den gleichartigen Cäsars der zum Feldherrn metamorphosierte Demagog. Ein geschulter Offizier würde es schwerlich fertiggebracht haben, aus politischen Rücksichten nicht durchaus zwingender Natur die gegründeten militärischen Bedenken in der Art und Weise zu schieben, wie dies Cäsar mehrmals am auffallendsten bei seiner Landung in Epirus getan hat. Einzelne seiner Handlungen sind darum militärisch tadelhaft, aber der Feldherr verliert nur, was der Staatsmann gewinnt. Die Aufgabe des Staatsmanns ist universeller Natur wie Cäsars Genie. Wenn er die vielfältigsten und voneinander entlegensten Dinge angriff, so gingen sie doch alle ohne Ausnahme zurück auf das eine große Ziel, dem er mit unbedingter Treue und Folgerichtigkeit diente. Und nie hat er von den vielfältigen Seiten und Richtungen seiner großen Tätigkeit eine vor der anderen bevorzugt. Obwohl ein Meister der Kriegskunst, hat er doch aus staatsmännischen Rücksichten das Äußerste getan, um den Bürgerkrieg abzuwenden und um, da er dennoch begann, wenigstens so unblutige Lorbeeren wie möglich zu ernten. Obwohl der Begründer der Militärmonarchie, hat er doch mit einer in der Geschichte beispiellosen Energie weder Marschallshierarchie noch Prätorianerregiment aufkommen lassen.
wenn überhaupt, einen. Aufkommen lassen. So. Ich schätze mal, das nächste Mal wird das letzte Mal sein, dass ich Mommsen lesen darf, muss, soll. Bis dann.